Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part mit unserer lieben Mallory, die im letzten Part ja 4 Dates hatte, wovon 3 richtig scheiße liefen. Und beim 4. Mann haben wir tatsächlich unseren Meerjungmann wieder getroffen. Ich habe das auch tatsächlich so nicht eingefädelt. Es ist wirklich im Spiel passiert und Mallory ist natürlich jetzt hin und weg. Und ja, jetzt gucken wir mal, was der Part so bringt, ob sie sich wirklich so verlieben und ob er auch mitzieht oder eben nicht. Also Leute, viel Spaß! Und die beiden stehen jetzt hier total verliebt vor uns. Sie haben zwar schon fast die Liebesleiste komplett, aber bei der Freundschaft, da fehlt es sich noch um einiges. Und die Verabredung müsste jetzt auch gleich vorbei sein. Wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob wir Gold haben oder nicht. Och, und jetzt küsst sie ihn, wie süß. Ah ja, Medaille erhalten, Gold. Sehr schön. Wir haben 0:07 und in welchem Schwangerschaftsstadium ist sie denn jetzt? Hat Entbindung in Fragezeichen. Es kann also jederzeit kommen. Oh, geht er jetzt? Wir laden ihn mal ein, bei uns über Nacht zu bleiben. Schauen wir mal, was er davon hält. Und eine Pyjama-Party, das klingt toll. Dann düsen wir aber jetzt auch gleich mal nach Hause, bevor sie uns... Oh, und jetzt schimpft sie ihn. Was macht sie denn? Ist die blöd? Und er halt zurück. Oh Mann, Mallory, was tust du? Wir gehen jetzt aber erstmal nach Hause. So, also normalerweise haben wir ja gesagt, dass wir keinen Mann mit hier in die Bruchbude nehmen. Aber Mallory ist ja so hin und weg und so verschossen in ihn, dass wir das jetzt einfach tun werden. Ich meine, es ist jetzt dann auch nicht das klassische Black Widow. Also doch irgendwo schon, aber irgendwo halt auch nicht. Und ich würde sagen, wir können uns ja auch die Regeln so machen, wie wir das gerne hätten. Oder beziehungsweise wie ich halt gerne auch spielen möchte. Mallory wird jetzt dann auch schlafen gehen. Er hat sich hier schon hingelegt und ist auch hundemüde. Und jetzt schlafen die beiden Mäuse. Die Zeit spult sich natürlich jetzt hier schneller vor wie im großen Haus, weil wir ja hier nur zu zweit sind. Den ziehen wir mal hier rein. Und ich bin echt gespannt, wann tatsächlich das Baby kommt. Müsste ja jetzt eigentlich auch demnächst mal soweit sein. Sie hat natürlich wieder total Hunger. Aber geh doch mal dich erstmal ein bisschen frisch machen, Zähne putzen. Und weil du ihn so sehr liebst, kannst du uns doch einmal Frühstück servieren. Und zwar Obstsalat. Und er pennt immer noch, obwohl er viel früher ins Bett gegangen ist. Ist auch witzig. Hungrig und... Ach genau, die Geldheirat. Stimmt, das habe ich total vergessen. Im letzten Part wurden wir dann auch wieder angerufen und gefragt, ob wir quasi heiraten wollen. Beziehungsweise, ich habe jetzt den Kontext schon wieder vergessen, aber man kriegt doch dann immer diese SMS, wo es heißt, wenn du in 7 Tagen heiratest und so weiter, dann kriegst du ein großes Vermögen, bla bla bla. Und weil Mallory ja auch so auf Geld aus ist, haben wir halt gesagt, ja okay, machen wir. Oh, und sie hat irgendwie bei dem Outfit keine Haare? Das ist natürlich belastend. Ist das ihr Herbstoutfit? Ändern wir auf jeden Fall schnell mal. Zieh dir mal einfach dein ganz normales Alltagsoutfit an, please. Aber vielleicht bevor du kochst. Frühstück servieren? Obstsalat, hat Max gesagt. Na komm, Mallory. Mach dir und deinem Liebsten doch einen schönen, erfrischenden Obstsalat. Und wenn du fertig bist, kannst du ihn dann auch mal aufwecken. Ist das normal, dass er so lange pennt? Oder ist es generell bei Meerjungfrauen so? Ich bin ja dann auch total gespannt, ob unser kleines Mädchen... Nein, es war ein Junge. Ob unser kleiner Junge dann auch ein Meerjungmann wird oder nicht. Aber das sehen wir, glaube ich, noch nicht sofort. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ah ja, jetzt ist er aufgewacht. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist aber ganz schön gemein. Wir haben jetzt extra Essen für dich gemacht. Na gut, dann tschüss. Wir werden ihn dann auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir ins Krankenhaus gehen.
Was haben wir eigentlich im Inventar? Noch ein Babyfußabdruck von Kim. Spielzeug, die Rose, die uns Mario, glaube ich, mal geschenkt hat. Oder was? Wie heißt der gleich noch? Nicht Mario, sondern Victor. Den Namen habe ich gesucht. Und bevor das Baby kommt, wird Mallory jetzt nochmal zu Mario reisen und zu ihren Kindern, denn sie hat einen Plan. Und da wir ja hier gerade nicht mehr wohnen, müssen wir an die Tür klopfen. Mario hat sich halt in der ganzen Zeit jetzt auch nicht bei uns gemeldet. Also irgendwo sagt es ja auch schon einiges. Vielleicht hatte er auch gar nicht mehr wirklich so viel Interesse an uns. Er steht jetzt auch hier und schaut Fernsehen und wir werden ihn jetzt aber einfach mal ignorieren und rauf zu den Kindern gehen, die hier ihr Puppenhaus zertrümmert haben und sich, glaube ich, gleich raufen wollen oder so. Ah nein, sie umarmen sich süß. Gut, dann werden wir einmal unsere liebe Nike knuddeln und danach natürlich auch unsere liebe Spikey. Und wo ist denn die kleine Kim? Wo ist das kleine Mäuschen? Komisch. Oh ja. Knuddel dein Schatz. Vielleicht siehst du sie zum letzten Mal. Und jetzt, wo sie sich eben in Valentin so verliebt hat und von der wirklich großen Liebe ihres Lebens ein Kind erwartet, ist sie natürlich jetzt auch total sentimental und möchte deswegen auch quasi jetzt nochmal den Kontakt zu ihren Kindern suchen. Aber wir müssen immer noch gucken, wo ist denn die kleine Kim? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist Kim? Hier. Hä? Wo ist sie jetzt halt hier, Kim? Profil öffnen. Säugling, ja, aber wo ist denn die Maus? Wo ist denn die Mausi? Wurde ihnen die weggenommen? Weil ich sehe sie halt auch nirgends. Guck her, bei den anderen kann ich hier Kamera fokussieren und bei Kim geht es nicht. Da kann ich nur das Profil öffnen. Oh je. Wurde sie tatsächlich Mario weggenommen? Oh Gott, das ist ja schrecklich. Also ich habe sie jetzt hier überhaupt nicht gesehen. Wenn ihr sie zufälligerweise gesehen habt und ich gerade totalen Schmarrn erzählt habe, dann sagt mal Bescheid. Aber ich glaube, dass sie tatsächlich weggenommen wurde. Wobei hier. Oh Gott, hier liegt noch ihre Matte. Oh, das ist richtig blöd. Deswegen wird sie jetzt zu Mario gehen, der hier die ganze Zeit vor dem Fernseher rum dümpelt und sich überhaupt nicht nach ihr jetzt geschert hat, geschweige denn nach den zwei Mädels geschaut hat oder sonstiges. Und deswegen werden wir ihn jetzt bösartig anschimpfen. Mallory, wo bist du? Sie wird jetzt sagen, Mario, wie kannst du nur so ein unverantwortlicher Vater sein? Wo ist Kim hin? Wo hast du sie versteckt oder wurde sie dir etwa weggenommen? Du bist wirklich das Allerletzte. Ich wusste schon von Anfang an, dass ich mich auf dich nicht einlassen soll. Und jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen. Auch wenn ich mich nicht um Kim und meine anderen Kinder gekümmert habe, dennoch liebe ich sie, aber du, dir wird sie dann weggenommen. Ich werde meine Kinder zu mir holen. Und dann verlässt sie auch das Zuhause von Mario und den zwei Zwillingen wieder. Ich finde es echt krass, dass Kim da jetzt nicht mehr ist. Wo könnte sie denn sein? Wie können wir rausfinden, wo Kim ist? Das ist eine gute Frage.
Und ich frage mich immer noch, wann wir endlich das Baby bekommen. Profil öffnen. Ja, sehr, sehr strange. Haben wir irgendwelche Rechnungen? Nee. Ja, und Mallory reicht es jetzt natürlich irgendwie, was ich auch verstehen kann. Und Valentin hat sich jetzt auch nicht gemeldet. Wir werden ihm mal eine glückliche SMS schicken und sagen, dass wir bei unseren Mädels waren und ihnen geht's gut, aber dass eins der Mädels fehlt und sie zwar nicht nur glücklich, sondern auch traurig ist, aber wir können ja jetzt leider nicht beides auf einmal schreiben. Und er ruft dann direkt an und sagt, du hast recht, Mallory, heute ist ein toller Tag, ziehen wir los und amüsieren wir uns. Und wir werden natürlich seiner Einladung folgen, ist ja klar. Und er hat uns in diesen wunderschönen Park hier eingeladen. Dann werden wir natürlich zu ihm erstmal hingehen und Quatsch, ich mochte romantisch Zuwendung, Zuneigung ausdrücken. Wo ist er denn hingelaufen? Und er freut sich drüber. Können wir ihn vielleicht irgendwie küssen oder so? Küssen. Ja, das wollen wir. Und dann müssen wir halt aber auch mal einfach freundlich zu ihm sein. Vielleicht ein bisschen mit ihm tratschen. Und ups. Und ihn vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen kennenlernen. Hier. Dann werden wir mal unsere Fotos mit ihm teilen von unseren Mädels und werden dann unsere Unsicherheit mitteilen und er ist romantisch. Das ist sehr schön. Dann werden wir natürlich auch noch mit ihm ihn nach seiner Karriere fragen. Oh, und damit hat sie natürlich jetzt nicht gerechnet. Wohin geht er denn jetzt? Ach so, er geht hier schwimmen. Okay, er wollte uns also zum Schwimmen einladen. Und Emil ruft an. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Mallory. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Mele bla 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 besser kennenlernen sollte. Mach doch, was du willst. Und dann werden wir auch einfach mal mit ihm zusammen hier hinschwimmen. Und er hat sich jetzt aber nicht in eine Meerjungfrau verwandelt. Wurde sein Fluch etwa gebrochen und er ist jetzt tatsächlich ein ganz normaler Mensch geworden? Also ich war das auf jeden Fall nicht. Und sie stolziert da an in ihrem knappen Bikini mit dem dicken Babybauch. Werden wir ihn mal nass spritzen, oder? Okay, ja, so kann man es natürlich auch machen. Dann tratschen wir einfach noch mal ein bisschen mit ihm. Und vielleicht können wir ja auch einfach eine lustige Geschichte erzählen, weil Mallory ist ja bei ihm eigentlich, sie hat zwar immer noch diese Züge, dass sie gemein ist und so, aber wenn sie mit ihm ist, dann wird sie einfach anders. Sie merkt es auch total, dass sie dann ruhiger wird und einfach sich so geborgen bei ihm fühlt. Dann werden wir auch eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Einen Kuss hauchen. Und wir werden einfach mal mit ihm über Hochzeit sprechen. Warum auch nicht? Und wer ist die jetzt? Kannst du dich bitte verziehen, ey? Go away. Immer diese anderen Sim. Dann werden wir ihm jetzt noch unsere Bewunderung ausdrücken. Und Süßholz raspeln. Flirten. Nochmal ein Kompliment über das sein Aussehen machen. Und natürlich müssen wir ihn dann wieder küssen. Hobbys. Nach Hobbys fragen, das ist doch auch keine schlechte Idee. Haben Sie jetzt eigentlich schon über die Hochzeit geredet?
Habe ich irgendwie jetzt nicht mitbekommen. Aber dann fragen wir ihn einfach nochmal. Er mag Videospiele nicht. Was hat er jetzt? Oh, das mit der Hochzeit hat er abgelehnt. Und jetzt haben wir Minus-Dingsies. Aber wir haben ihn ja im letzten Part auch schon. Oh, er ist kalt. Gehen wir kurz raus. Aber wir haben ihn im letzten Part ja auch schon gefragt, ob er unser Freund sein möchte. Und er ist es ja auch. Ich frage mich trotzdem immer noch, wann das Baby kommt. Entbindung in Fragezeichen. Ja, komm, zieh dir doch mal was an, bevor du hier uns noch erfrierst. Und unser Date quasi ist eigentlich auch bald vorbei. Er genießt jetzt noch hier ein bisschen das Wasser, aber Mallory ist natürlich raus, weil ihr zu kalt war. Und deswegen wird sie jetzt auch sagen, danke Valentin für den schönen Tag, aber ich muss nach Hause. Und Mallory hat sich jetzt entschlossen, dass sie zu Hause einfach noch ein bisschen vor dem Fernseher sitzt. Sie wird sich jetzt den Kochkanal reinziehen, weil sie sich vorgenommen hat, für ihren kleinen Jungen eine gute Mama zu werden. Und sie hat auch die Hand auf dem Bauch, also irgendwas tut sich da auf jeden Fall schon. Aber sie ist nach wie vor auch wirklich traurig über den Verlust von Kim. Und sie wird jetzt nochmal bei Valentin anrufen und ein bisschen mit ihm plaudern. Und dann kann sie sich hier nochmal Reste nehmen und schlafen gehen, bevor das Baby kommt. Und kurz nachdem sie eingeschlafen ist, haben wir die Meldung bekommen, dass die Wehen eingesetzt haben. Jetzt muss sie aber noch mal ganz dringend auf die Toilette und eigentlich hat sie auch noch total Hunger, aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht. Sie wird auch nicht ins Krankenhaus gehen. Wir werden ihr jetzt eine Wiege kaufen. Und zwar einfach hier diese Standardwiege. Und dann wird sie hier unseren kleinen Jungen bekommen. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. So, und wie könnten wir ihn denn nennen? Also wenn ich an Meerjungfrauen denke, dann muss ich immer an Ariel denken und Ariel muss ich immer an Sebastian denken. Das heißt, ich glaube, wir nennen ihn jetzt einfach mal Sebastian oder halt Basti. Falls euch ein schönerer Name einfällt, was mit Meerjungfrauen zu tun hat, beziehungsweise Meerjungmännern, Männern, dann schreibt ihn sehr gern in die Kommentare. Und da ist er, unser kleiner Junge. Und er schläft sofort ein. Und jetzt wird sie mal bei Valentin anrufen und ihn fragen, ob er vorbeikommen möchte, denn sein Sohn ist geboren. Gefühle von Mallory gegenüber Sebastian von ganzem Herzen. Was für ein Glück das neue Baby in das Leben von Mallory bringt. Ja, da seht ihr es mal wieder. Oh, und Valentin schläft. Er kommt also nicht vorbei. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und sie hat jetzt hier noch Hunger und muss natürlich was mampfen. Aber ich, meine Lieben, werde den Part dann an dieser Stelle auch beenden. Wie gesagt, solltet ihr coole Namen haben für ein kleines Meerjungmann-Baby, genau, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was uns im nächsten Part erwartet. Aber ich habe schon etwas geplant. Also seid gespannt und habt noch einen schönen Abend. Bis dann. Bye.